Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit unserem Empire of Man. Ich würde eigentlich Krieg gewinnen, aber das kann ich gar nicht, weil England mich gewarnt hat. Ich kann hier echt nichts machen. Zwar gerade England kollabiert, aber das bringt uns leider nichts. Gegen Desmond werden wir auch wohl kaum eine Chance haben, weil die mit Ophelie verbündet sind. Wir haben alle Tech-Stufe 5. Wir haben nur 4. Das stellt uns vor ein kleines Problemchen. Nicht so knappes. Wenn ihre Armee da drüben stehen. Interessant. England würde mir machen. Schottland wäre dabei. Könnte ich nochmal gegen England Krieg führen? England hat nur 13.000. Wo hat Schottland über Anspruch drauf? Gar nicht so drauf. Ach, Tyrannell, ne? Ich jetzt Ulsterkrieg erkläre. Na, da warte ich lieber noch einen Tag. Beziehungsweise nicht einen Tag. Tag ist ja Blödsinn. So, wie schaut es jetzt aus? Wie lange war die Waffenruhe? Bis 74. 4 Jahre, da kann ich nichts machen. So, wann kriege ich meine Stufe? 72. Die sind auch schon Stufe 5. Hier habe ich auch nichts mehr bekommen. Nee. Oh, jetzt kommen sie alle rüber wieder. Krieg erklären. Jetzt haben wir einen kleinen Part. Ja, das ist tatsächlich die, die ich gebrauchen könnte. Oh, die haben eine Staatsehe gemacht. Das ist schlecht. Oh, jetzt haben die sich mit dem verbündet. Achso, die kommen nicht mit, okay. Die 16, das fällt ja immer mehr. So, wie schaut's hier aus? 86%. So, England hat immer noch zu wenig.
Verbündeten Schottland 16.000. Noch gewarnt, ja. Man hält die Warnung. Sieht man das irgendwo? Ja, nicht, ha? Ach, da. 80. Ja, es ist blöd. Oh. Prestige, Innovation. England führt Krieg. Gegen Provence und Aragon. Sehr schön. Das könnte uns zum Vorteil gereichen. Kann es tatsächlich sehr gelegen kommen. Jetzt muss nur hoffen, dass sie lang genug Krieg führen. Flotte, ein bisschen Wahnsinn. Können wir mal stilllegen. Ein bisschen Geld wieder einsparen. Da sind wir auch bald voll. So, neue Tech. Da nehmen wir die hier Landbogen. Das ist jetzt die gute Frage, ne? So. Ein Legend, den wir nachfolgen, haben die. So, die werden immer noch. Ja. Gut, da warten wir jetzt noch 2 Jahre. Hätte ich gesagt. Oh, was ist denn hier los? Bessere Beziehungen. Aus Längerste gewinnt den Rosenkrieg. Wir sind denn hier Yorkshire? Die wollen immer noch. Wir führten ja gegen den Krieg. Hä? Moment. So, jetzt stimmt's. Die kämpfen gegen die und die gegen die. Und die gegen die. Auswirkungen aggressive Expansion, Glücksteuern, obwohl es da in der Hauptstadt, Küste. Machen wir doch lieber aggressive Expansion, hätte ich gesagt. Ich glaube, die gehen jetzt in Stufe 6 oder so. Ach, die haben eine Stufe 6. Außer, die wollen immer noch mitmachen.
Na gut, warten wir jetzt noch die 2 Jahre. Oder ein Jahr noch. Und zwar genau am Oktober 74. Sind fast voll gedrillt. Ja, immer noch 1007 Söldner davon. Okay. Ich bin schon wieder Frieden geschlossen. Schauen wir uns Frankreich aus. Könnte ich theoretisch eine Staatsehe machen? Will ich das? Eigentlich nicht. Schon zu viel Bündnisse. Wenn die noch geht, ja. England hat 16.000 jetzt. Könnte etwas kompliziert werden. Das ist immer voll gedrillt oder was? Fast. Schaden erhöht. Reduktion von Schaden. Was haben wir hier weiter? Oh ja, stimmt, ja. Da war ja was. Kommen wir hier hoch. Ja, handelt sich jetzt ins Reichsheide. Ich glaube, ich kann es jetzt mal riskieren, dann langsam. So, England immer noch 18.000. Wenn immer mehr bei denen. Oh, England wäre jetzt nicht mehr dabei. Tatsächlich. Sligo und Ulster. Sligo und Ulster sind die beiden da oben. Ich gehe jetzt angreife. Schottland wäre dabei. Baden und Kalinkar. Ich Ulster angreife. Burenfell wäre dabei. Schottland. Kalinkar und Sel. Komm doch mal darüber.
erklären. Der Hansel kommt mit. Ah, böswillig. Bin ich so schlecht? Was soll das? Komm schon. Ei, ei, ei. Oh Gott. Moral, Wirtschaft. Nein, Söldner. Erstmal administrative Ideen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier schnell da durchkommen. Danach kommt tatsächlich da mit Männern. Scheiße. Verliere ich auch noch was? Ah. So war es ja nicht geplant. Nein! Verdammt! Was mache ich jetzt? Ich darf nicht wasseln. Ich habe mir den Finger verloren, ey. Oh Mann. Retten wir uns mal darüber. Das sind irgendwie zu viele Schiffe. Kann ich nur irgendwie reinrufen? Nee. Ich habe ein Problem.
und kein kleines. Zwei davon. Ich davon. So ein Dreck, ey. Das wieder abbrechen hier. Wieso geht es schlecht? Kann man das nicht verraten? Wieso fliegen meine Leute immer? Versteh's nicht. Ey, das gibt's doch nicht. So ein Mist. Jetzt kann ich mal von vorne anfangen. Weil das lief alles andere als geplant. So ein Mist. Ja, das kann ich vergessen. Ich wüsste nicht, wie ich das mal gewinnen sollte. Das heißt, ich habe jetzt zwei Gebiete verloren. Und ich habe keine einzelnen Männer mehr. Jetzt habe ich ein Problem. Keine Männer mehr. 18.000. Ich hätte doch England angreifen sollen, das wäre schade gewesen. Das mal retten kann. Das heißt, können wir wieder neue Armee ausbilden. Keine Mannstärke mehr. Ich muss von Bots. So. So. Bot war blöd.
Ja, überlegen, ob ich neu starte. Also ist das unnötig kompliziert eigentlich. England hat jetzt nur noch 18.000. Frankreich kann ich ein Bündnis machen, oder? Nee. Ich will jetzt einen Krieg erklären, ist Schottland dabei? Ja, schauen wir mal. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Da habe ich schon Schulzeit im Anspruch. Ich auch. Mal Bekleidung machen. Ein Ziel habe ich in Englisch, ne? Coventry. Influenza. Lancashire. Wie weiter? So, mehr schief gehen kann es ja nicht, ne? So, versuchen wir es mal. Aber halt stehen. Dann halt nicht. Ich frage mich ja, wo hier schon wieder diese Leute haben. Kommt da. So, die habe ich jetzt wunderbar besiegt. Na, hier die Hälfte. Mal darüber. Hier brauchst du nicht mehr. Das sieht ja jetzt schon wesentlich besser aus. So, ich hätte gleich gegen England Krieg führen sollen. Hat mich so etwas zurückgeworfen jetzt in Irland. Aber das tun wir uns dann einfach das nächste Mal.
Viel Anführer. So, ich glaube, dann lasse ich mir ein Vasallen frei. Aber das machen wir erst die nächste Folge. Ich beende jetzt wieder erstmal. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen.